So. Vielen Dank für die Vorstellung, lieber Stefan, und danke für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können. Ich werde den Anfang machen. Unser Team und das Team der Präsentatorinnen und Präsentatoren heute ist ja schon vorgestellt worden. Mir ist dabei wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir interdisziplinär zusammengesetzt sind, also jede und jeder mit ihren eigenen Kompetenzen und Bedarfen auch auf dieses Projekt schaut und daran mitentwickelt, was ich als sehr fruchtbar erlebe von Anfang an und was auch, denke ich, eine Besonderheit dieses Tools am Ende ausmachen wird. Wir haben uns folgende Gliederung für heute überlegt. Zunächst werde ich etwas zum Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen und vor allem der digitalen Komponente dieser Hybrid-Edition sagen, zur Edition Humboldt Digital also. Anschließend wird Gordon als der Hauptentwickler des Tools dieses selbst vorstellen, also die darin verwendeten Karten und die Annotationen und Reiserouten. Und anschließend wird Axel mit dem Blick auf Calliope und die Verwendung von Jupyter Notebooks noch einen anderen Aspekt der Datengenerierung bzw. Aggregation und deren Aufbereitung in einem nachnutzbaren Format vorstellen. Zunächst also zum Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung. Das ist ein Akademienvorhaben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, also hier im Haus lokalisiert. Und unser Ziel innerhalb der projektierten Laufzeit von 18 Jahren ist vor allem die Herausgabe der Tagebücher der großen hemisphärischen Reisen Alexander von Humboldts, der kleineren europäischen Reisen sowie, das ist ganz wichtig, dazugehöriger Dokumente aus dem umfangreichen Nachlass Alexander von Humboldts, der vor allem in Berlin und in Krakau aufbewahrt wird, und dazu ausgewählte Korrespondenzen zu erschließen, sodass das Themenfeld Reisen in all seinen Aspekten beleuchtet wird, vorrangig anhand vorher nicht publizierter Materialien, die, ich habe es erwähnt, sowohl digital, und zwar Digital First, also zunächst als digitale Edition erscheinen und dann in einer kuratierten bibliophilen Ausgabe beim Metzler Verlag in einer gedruckten Edition. Wir haben mittlerweile die Version 6 der Edition Humboldt Digital erreicht. In wenigen Wochen wird die Version 7 erscheinen und mit neuen Dokumenten und neuen Features wie üblich aufwarten können. Diese Hybrid-Edition basiert, ich habe es erwähnt, mit einem Digital First-Ansatz auf einem TI-XML-basierten Editionsprozess. Eine textkritische Edition wird also direkt in TI-XML erstellt, sehr tief annotiert und aus dieser wird dann sowohl die Edition Humboldt Digital abgeleitet als auch die Printfassung, die dann beim Verlag erscheint. Und um diese Dokumente zu erschließen und auch miteinander zu verknüpfen, sind natürlich Register- und Normdaten enorm wichtig. Das wird im Verlauf der Präsentation noch deutlich werden. Und hinzu kommt die Pflege der sogenannten Alexander von Humboldt-Chronologie. Das ist ein sehr umfassender Datensatz, anhand dessen man sich fast für jeden Tag und jeden Aufenthaltsort Alexander von Humboldts Informationen verschaffen kann. Das Thema Reisen ist natürlich sowohl für Humboldt selbst das Thema seines Lebens gewesen, als auch in der Rezeption. Wir sehen es hier links am Rand in der populären Rezeption ist seine Reisetätigkeit neben seiner Tätigkeit eben als Naturforscher das, was fasziniert und hervorgehoben wird. Humboldt selbst, ich hatte entfernte Pläne geschmiedet, schreibt er über sich selbst, blickend auf das Jahr 1790, also relativ früh in seinem Leben, als er die Unabhängigkeit bekommen hat durch ein umfangreiches Erbe, solche Expeditionen überhaupt zu planen und antreten zu können. Und wir sehen im Hintergrund den Versuch einer Visualisierung der Aufenthaltsorte Humboldts nur innerhalb Europas. Das ist schon beeindruckend, denke ich. Und man muss sich eben vor Augen halten, dass Humboldt innerhalb Europas sein Leben lang viele Reisen unternommen hat, oft zu Forschungszwecken, manchmal auch in diplomatischer Mission, manchmal in Begleitung des Königs als Teil der Entourage.
Friedrich Wilhelms und natürlich die beiden berühmten großen Forschungsreisen, die berühmteste, die amerikanische Reise von 1799 bis 1804 und die russisch-sibirische Reise im Jahr 1829. Zu diesen Reisen gibt es verschiedene Karten, die existieren, also Versuche, diese darzustellen und greifbar zu machen anhand von Kartenvisualisierungen, die die Routen darstellen und die besuchten Orte und Zeiträume zugleich mit aufnehmen. Tobias Kraft hat dazu auf avhumboldt.de einen Blogpost geschrieben, in dem er einige dieser Angebote beleuchtet und hinsichtlich ihrer Besonderheiten miteinander vergleicht, um anschließend auszuwerten, ob und inwiefern diese akkurat und wissenschaftlich nutzbar sind. Sehr sehenswert ist auch der Versuch von Matthias Müller-Probe mit ChronoAlex, historische und aktuelle Karten zu verbinden und auch da Daten aus der auch aus unserem Vorhaben selbst und aus anderen Quellen hinzuzuziehen, die die Reiseverläufe nachvollziehbar machen und anhand kleiner Stories, würde ich es jetzt mal nennen, zu illustrieren. Ein sehr sehenswertes Tool. Sie sehen es oben links, wie sozusagen die historische Karte der Insel Teneriffa auf dem Satellitenbild liegt. Sie können da rein scrollen und sich den Krater des Vulkans anschauen. Sie sehen unten Humboldt sozusagen am Fuß des Chimborazo nachempfunden nach dem berühmten Gemälde von Georg Weitsch, seinen Standpunkt auf der Satellitenkarte. So können Sie sich die Reisen in diesem Tool erschließen. Tobias Kraft, ich habe es erwähnt, hat in dem Blogpost eben geschaut, inwiefern sind die Karten für uns nutzbar und nachnutzbar. Nachnutzbar, denke ich, ist deshalb immer entscheidend für solche Angebote, weil die Informationen, die darauf zusammengetragen sind, nie vollständig sein werden. Von daher ist eine Möglichkeit der Nachbearbeitung, der Ergänzung und Kommentierung solcher Angebote, denke ich, immer entscheidend. Das ist oft nicht gegeben. Oft ist auch fraglich, darf man diese überhaupt nachnutzen, wiederverwenden? Darf ich sie zum Beispiel überhaupt auf dieser Folie gerade zeigen? Aber viel wichtiger natürlich, kann ich mir die Daten herunterladen und weiter bearbeiten, um sie beispielsweise in die Edition Humboldt Digital einzubinden. Und das gilt für die meisten Angebote nicht. Bei der Karte aus der Wikipedia gibt es die Lizenz zwar her, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese Karte aus dem Jahr 2008 wirklich noch den Stand der Forschung widerspiegelt, beziehungsweise bin ich sicher, dass sie das nicht tut. Sie ist nicht interaktiv und die Grundlage dieser Karte ist auch nicht klar deklariert. Insofern muss man zu all diesen Angeboten sagen, sie sind eben noch nicht wissenschaftlich nutzbar und das ist die wichtigste Motivation für unser Vorhaben. Es geht also nicht nur darum, geografische Punkte auf eine Karte zu projizieren. Wir wollen mehr erreichen als eine bloße Visualisierung. Darüber haben Gordon Fischer und ich auch in dem Interview vor der Präsentation im Rahmen der virtuellen DHD 2020 auf Radium gesprochen. Eine Hörempfehlung, falls Sie da noch weiterhören wollen. Und ich habe versucht, die Ziele und Anforderungen an die Entwicklung, die wir heute vorstellen, hier zusammenzufassen. Das Ganze soll also wissenschaftlich fundiert sein, es soll nachprüfbar sein und auch wissenschaftlich nachnutzbar sein. Dazu gehören, und das sind alle Punkte, die Sie hier auf dieser Folie sehen, sind noch nicht ganz erreicht oder teilweise noch nicht mal in Angriff genommen. Aber es sind auf jeden Fall Ziele, die wir uns stellen müssen, um insgesamt das Ziel, was im ersten Bullet Point genannt ist, der wissenschaftlichen Nutzbarkeit und Nachnutzbarkeit zu erreichen. Dazu gehört eben auch eine ordentliche Dokumentation, eine Versionierung, eine Zitierfähigkeit der Angebote, die wir hier machen. Wichtig ist mir noch auf den letzten Punkt hinzuweisen, wie der Prozess der Toolentwicklung hier läuft. Ist es so, dass wir von den Daten ausgehen und die Toolentwicklung sich daran orientiert und nicht andersherum. Man versucht, einen Datensatz in ein bestimmtes, schon existierendes Tool hineinzupressen, um es negativ auszudrücken, sondern wir versuchen, aus den aggregierten und standardisierten Daten die Toolentwicklung zu befeuern. Abschließend
möchte ich Ihnen ganz kurz eine Vorstellung davon geben, womit wir es als Datengrundlage zu tun haben. Das sind Humboldts Reisetagebücher oder Tagebücher in Anführungszeichen, denn wir werden jetzt an einigen kleinen Beispielen sehen, dass der Begriff wirklich sehr weit gefasst ist. Die amerikanischen Reisetagebücher sehen Sie links oben in gebundener Form. Humboldt hat diese Ende seines Lebens zusammenbinden lassen und Sie sehen es hier im Querschnitt. Diese bestehen aus mehreren vormals nicht zusammengehörenden Heften, dementsprechend durcheinander geht es dort manchmal. Und die einzelnen Reisetagebücher der europäischen Reisen, wir sehen hier unten links das England-Tagebuch und unten rechts das Frankreich-Tagebuch, sind auch sehr unterschiedlich von ihrem Charakter her. Das England-Tagebuch ist scheinbar mehr eine Einübung im Tagebuchschreiben überhaupt. Dort geht es noch relativ chronologisch nach Orten, einzelnen Beobachtungen. Es gibt aber auch viele leere Seiten. Es gibt kaum Datierungen. Die Datierung dieser Reise muss man sich eigentlich von Humboldts Reisepartner Georg Forster erschließen. Während es beim Frankreich-Tagebuch eine über mehrere Manuskriptseiten fortlaufende Erzählung in einem Absatz ist, die teilweise von einzelnen Daten durchbrochen wird, anhand derer man den Reiseverlauf einigermaßen nachvollziehen kann. Und das Frankreich-Tagebuch ist im Unterschied zum England-Tagebuch schon eher eine chronologische Reiseerzählung auf den erhofften Aufbruch in die südlichen Hemisphären hin erzählt. Das amerikanische Reisetagebuch selbst, das dann im Anschluss begonnen wird. Wir sehen hier die erste Seite, ganz typisch für Humboldt. Es beginnt mit einer Tabelle oder tabellenartigen Struktur von Messdaten. Auch diese finden sich zuhauf in den Reisetagebüchern. Das heißt, es geht an wenigen Stellen überhaupt ihm darum, sich selbst oder wem auch immer den Reiseverlauf zu beschreiben. Und haben wir das erlebt und dann diesen getroffen, sondern diese Tagebücher sind eben auch Feldtagebücher für solche Art Notizen, für Pflanzenzeichnungen, wie wir hier sehen. Wir sehen, dass auch die Chronologie durcheinander geht. Hier auf der ersten Seite, diese Messdaten sind aus dem Jahr 1800, während auf derselben Seite danach dann die Eruption eines Vulkans auf der Insel Saint-Vincent am 30. April 1812 beschrieben wird, um dann anschließend auf der Rückseite eine fortlaufend offenbar geführte Liste von amerikanischen Säugetierarten zu führen. Und dementsprechend komplex und heterogen sind die Inhalte, die wir also aufbereiten, um die Reiseverläufe zum ersten Mal wissenschaftlich nutzbar erfahrbar zu machen. Nochmal anhand des Frankreich-Tagebuchs einige Herausforderungen bei der Datenerhebung. Ich hatte es gesagt, wir arbeiten direkt im TI XML. Wozu es dann eben auch gehört. Sie sehen hier unten zwei Codeschnipsel, die ich ausgewählt habe, um zwei Punkte zu illustrieren, nämlich einerseits die Verknüpfung der Ortsnennungen mit dem Register. Sie sehen hier, dass in den Registerdaten URIs, wie hier der Link auf die Geonames-ID dieses Ortes Toulon gelegt wird. Und dieses wird dann direkt in der Annotation des Tagebuchs getaggt und mit diesem Registereintrag verknüpft, sodass innerhalb des Registers schon eine erste Visualisierung auf die Karte auch möglich ist. Und diese IDs des Ortes sind innerhalb der Edition selbstverständlich gleichartig, sodass alle Nennungen von Toulon auch in anderen Tagebüchern, in Kommentarteilen und so weiter innerhalb des Registers zusammengefasst werden können. Der zweite Aspekt ist der der Datierung. Wir sehen hier zum Beginn des französischen Tagebuchs eine Notiz, die datiert ist auf den 22. Frimaire des 7. Jahres. Das ist natürlich, Sie werden es erkennen, der französische Revolutionskalender. Dieser wird von uns normalisiert auf den gregorianischen Kalender, sodass die Daten innerhalb der Edition einheitlich auf diesen heute von uns benutzten Kalender zurückgeführt werden und trotzdem vermerkt ist, wo benutzt Humboldt den Revolutionskalender in seinen Tagebüchern. Also diese Ortsdaten und normierten Tagesdaten, Jahresdaten sind eine wichtige Grundlage für das Tool, das wir im Verlauf des Nachmittags heute vorstellen werden. Das Spanien-Tagebuch, nochmal ein kurzer Blick da rein, wiederum eine ganz andere Struktur. Hier geht es Humboldt vor allem um geologische Erscheinungen, die er hier wieder in einer tabellenartigen Struktur festhält.
Und das Spanien-Tagebuch, wie auch andere Teile der Tagebücher, wie das Italien-Tagebuch fast zur Gänze, dient ihm auch zur Publikationsvorbereitung, beispielsweise des berühmten und von ihm wohl zuerst so erkannten Profils der Halbinsel Spanien mit diesem Hochplateau, das er durchwandert hat, oder einer Publikation in der wichtigen Zeitschrift der Hertha von 1825, die auch in großen Teilen auf das Spanien-Tagebuch zurückgeht. Und man sieht dem Tagebuch an, dass dieses eine Publikationsvorbereitung war von Beginn an. Die Fragmente der russisch-sibirischen Reise schließlich sind mit der zuletzt veröffentlichten Version 6 der Edition Humboldt Digital zum ersten Mal überhaupt von Tobias Kraft und Florenz Schnee herausgegeben worden. Das ist also der erste von drei Bänden, die diese Reise aus Humboldts Sicht dokumentieren. Die beiden folgenden kommen in den nächsten Jahren dann dazu. Und wir sehen eben auch hier, das ist der Beginn des Tagebuchs und sofort geht es wieder los mit Messdaten. Humboldt macht sich Gedanken über die Achse der Erde im Verhältnis zum Äquator und so weiter. Sie sehen also, Sie haben zumindest jetzt ein Gefühl für den Charakter dieser Tagebücher. Bei der russisch-sibirischen Reise ist für uns ein glücklicher Umstand, dass Humboldts Reisebegleiter Christian Gottfried Ehrenberg und Gustav Rose ebenfalls Tagebücher geführt haben. Gustav Rose hat seinen Reisebericht publiziert in zwei Bänden, die wir inzwischen im Deutschen Textarchiv nachlesen und sehr intensiv auch für die Editionsarbeit nutzen können. Und Christian Gottfried Ehrenberg hat ein handschriftliches Tagebuch geführt, das im Archiv der BBAW aufbewahrt wird und das ebenfalls im Rahmen der Edition Humboldt Digital veröffentlicht wurde. Und hier sehen wir im Unterschied auch zu Humboldts Tagebuch eben eine ganz klare Datierung und Lokalisierung der einzelnen Einträge, weshalb dieses Tagebuch für die russisch-sibirische Reise, das wir eben auch erstmals veröffentlicht haben in der Edition Humboldt Digital, eine ganz wichtige Orientierung, und Datengrundlage ist. Schließlich die Humboldt-Chronologie, einen Datensatz mit einer langen Geschichte, die ich jetzt nicht im Einzelnen nacherzählen werde, die ebenfalls eine Quelle ist für sehr, sehr viele Zeit- und Ortsangaben, die auch in die Karten einfließen sollen. Und wir sehen hier, das ist der Punkt, den ich hier illustrieren möchte, dass die Chronologie von uns auch weiterhin bearbeitet wird. Wir sehen hier den Stand der Version 5 im Bild, und im Unterschied dazu die aktuelle Version. Sie sehen es vielleicht im Screenshot einigermaßen deutlich. Dort sind sehr viel mehr Orte schon mit Links auf das Register versehen, sodass dieser Datensatz eben auch in der Karte visualisiert werden kann. Ein Problem dabei möchte ich zum Abschluss meines Teils noch illustrieren. Wir sehen hier den Chronologieeintrag vom 12. April 1829. Humboldt und seine Begleiter sind also in Russland unterwegs. Und wir sehen anhand dieses Eintrags vom 12. April 1829, dass er eigentlich der Eintrag für den gesamten April ist. Also dieser eine Chronologie-Datensatz, der eben auf diesen einen Tag datiert ist, enthält den Verlauf bis zum 30.04. Und das stellt uns, wenn wir eben mit den Karten in der Weise arbeiten wollen und so kleinteilig arbeiten wollen, wie es vorgesehen ist, stellt uns als Editoren wiederum vor die Herausforderung, dass wir diesen Eintrag splitten müssen in die 11 einzelnen Tageseinträge bzw. Zeitraumeinträge, die es eigentlich sind. Und das hat der Kollege Florian Schnee für diesen Eintrag hier schon vorgenommen und für viele andere, sodass Sie dann in der kommenden Version 7 eben nicht mehr nur den 12. April 1829 finden, sondern tatsächlich jeden einzelnen Tag als einzelnen Eintrag und diesen dann auch innerhalb der Karten visualisiert sehen werden. Zum Abschluss, ich habe einen Überblick darüber gegeben, welche Daten sozusagen von innerhalb des Projekts hinzukommen zu dem aggregierten Datensatz, den wir heute vorstellen. Dazu kommen ganz wichtige externe Quellen, wie die Metadaten aus der Datenbank Corus Search, in der mehr als 6.000 Briefe Alexander von Humboldts mittlerweile verzeichnet sind. Und auch diese Informationen sind natürlich ungeheuer wertvoll, weil man daraus schließen kann, am 14. Oktober 1787 schreibt Humboldt aus Frankfurt/Oder und wird sich dort wohl aufgehalten haben. Auch diese Aufschlüsse sind also wichtig und können auf die Karte mitgebracht werden. Axel wird in ihrem Teil auch dazu kurz etwas sagen.
Und genauso wird sie auch zum Calliope-Verbundkatalog noch mehr sagen. Auch dort finden wir wertvolle Metadaten, die wir mit aggregieren wollen, sowie natürlich in der umfangreichen Forschungsliteratur zu Alexander von Humboldt. Ich möchte hier nur auf die Edition, auf die HIN Online, also auf die Humboldt im Netz, hinonline.de hinweisen, die internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien, die also laufend neue Forschung publiziert, in der letzten Ausgabe beispielsweise auch neue Erkenntnisse zur Russlandreise, die ebenfalls in unsere Überlegungen hier einfließen. Und damit übergebe ich an Gordon, der Ihnen das Tool etwas genauer vorstellen wird. Genau, jetzt muss ich erstmal ganz kurz umstellen hier. Dir mal Bescheid sagen, wenn ihr mein. Wir sehen jetzt eine Präsentation Ihr seht die im jetzt, ne? Präsentationsmodus. Ja, genau. Da war. Genau. Ja, nach dieser schönen Einführung und sehr umfangreichen Einführung von Christian würde ich mich jetzt quasi an das Tool machen, was wir gemeinsam entwickelt haben. Das heißt jetzt das chronotopische Tool, ist auch ein schöner Name, der auch anscheinend viele Leute anzieht. Warum das so heißt, kann man noch mal später diskutieren, aber das soll ja im Prinzip genau das zum Ausdruck bringen, was wir eigentlich machen wollen. Falls jetzt die Links abstürzen, kann ich jetzt zumindest nachweisen mit diesem Bild, dass wir wirklich Punkte auf die Karte bekommen haben. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, das so ein bisschen von Anfang an zu illustrieren. Eins hatte ja Christian schon gesagt, die Motivation war eigentlich im letzten Jahr zu überlegen, wenn wir schon uns mit den Reisen von Alexander von Humboldt oder mit den Aufenthaltsorten generell beschäftigen, wäre es doch mal schön, die in ihre Gesamtheit auf eine Karte zu projizieren, also genau diesem Aspekt Humboldt in Bewegung gerecht zu werden. Aber sehr schnell, auch gerade durch das Feedback von Christian und seinen Kollegen von der Edition Humboldt Digital, kam sehr schnell die Idee, dass man durchaus auch ein bisschen mehr machen sollte, nämlich auch wirklich die Möglichkeit zu schaffen, mit diesem Tool zu arbeiten und später vielleicht sogar wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, in erster Ordnung war es die Reise von Humboldt, aber natürlich war von vornherein klar, wir wollen externe Daten verknüpfen und natürlich soll das Tool so nachhaltig gestaltet sein, dass auch die Reisen anderer Persönlichkeiten der Zeitgeschichte dargestellt werden können. Auch was schon erwähnt wurde, es gibt ja schon viele Tools, auch wirklich teilweise sehr schöne Tools, die gerade Sachen visualisieren, wie jetzt die Reise von Humboldt oder auch die Umgebung. Das ist natürlich jetzt nicht unser Anspruch, mit diesem Tool da in Konkurrenz zu treten, sondern einfach, im Prinzip am Ende soll es eine Symbiose sein. Wir sehen das eher als ein wissenschaftliches Arbeitstool, aber haben natürlich auch die Möglichkeit einer gewissen populären Darstellung. Angefangen hat man, haben wir so im Herbst 2020. Wir haben wenig Zeit dafür, weil es ist halt kein offizielles Projekt, was Vor- und Nachteile hat. Aber wir sind eigentlich ganz gut dabei und wenn es Ideen gibt, auch von externen Leuten, oder wenn's, dann macht man halt was und kommt dann eigentlich ganz gut voran. Wie schon mal erwähnt, es ist halt kein klassisches Visualisierungstool, sondern es ist ein Editions- und Annotationstool, was wir anstreben. Was heißt das jetzt? Oft ist ja bei diesen Tools, die man dann so im Netz findet, sind wir ja schon am Ende der Verwertungskette. Wir haben Daten aufbereitet, meistens studentische Hilfskräfte, die da wochenlang dran sitzen und können die Daten irgendwo hochladen und können uns die anzeigen. Ist alles schön und gut, aber wie Christian schon meinte, oft kann man die nicht weiter bearbeiten, man muss gucken, ob man die Rohdaten sich runterladen kann, etc. pp. Das heißt, wir fangen halt ganz vorne an. Das heißt, wir lesen wirklich die Rohdaten, was auch immer das dann ist. Es ist ja in dem Falle jetzt der Edition Humboldt Digital, sind es jetzt die annotierten XML-Dateien. Es könnten aber auch reine Textdateien, JSON-Dateien etc. sein. Die werden eingelesen, werden schon mal automatisch visualisiert. Und die Bearbeiterinnen und Bearbeiter können dann halt in den Orten suchen, können Korrekturen anlegen, können die Sachen an weiterem annotieren oder auch neue Daten hinzufügen. Andere Informationen unter Punkt D jetzt hier aus anderen Projekten sollen eingebunden werden können. Und andere Forscher und Forscherinnen können dann wiederum diese Sachen annotieren oder auch kommentieren. Das heißt, A bis E ist sozusagen wirklich im Sinne eines Arbeitstools und nicht eines Publikationstools. Das heißt, dort ist auch wirklich die Chance, wirklich mal wissenschaftlich zu diskutieren und zu arbeiten.
fertigen Daten soll dann abgespeichert werden. Ein Format ist jetzt GeoJSON, das ist Standardformat für die Kartenprojektion. Und unter G dann halt am Ende können sie auch präsentiert werden. Ganz kurz ein bisschen Technologie. Ich kann ja mal hier Pointer einschalten. Genau. Also wir reden ja jetzt von der ESMOD Mobile Digital. Das ist ein Projekt an der BBAW, was von Telota betreut wird. Und wir haben halt, verwenden halt viele Projekte auch für dieses die Exist-Datenbank, in der die Dateien liegen. Wir haben den Oxygen Autor als Editor und wir haben eine eigene Entwicklung von Telota, Idearum, mit der die Leute halt ihre ganzen Texte annotieren können. Das, was Christian gerade zeigte mit den Datumstext oder Place-Text und so weiter. Und wir erstellen sozusagen Skripte, die daraus eine Web-Ansicht erstellen. Ist dieser Pfeil hier ist etwas falsch, verwirrend, weil der müsste eigentlich von hier hingehen, weil das chronotopische Tool ja auch hier ansetzt an den Rohdaten und dann halt daraus diese Karten erstellt. Die Daten, die dann erstellt werden, in der Regel diese GeoJSON-Dateien, werden halt über Laravel sowohl auf den Server als auch ins Git dann gepusht. Laravel ist halt eine PHP-Schnittstelle. Das ist erstmal so die grundlegende Technologie, mit der wir es jetzt hier zu tun haben. Weitere Programme, die jetzt verwendet werden, was jetzt viele kennen, die sich in diesem Bereich, arbeiten, ist Leaflet. Das ist halt eine JavaScript-Datei, mit der man halt 2D-Kartenprojektionen machen kann oder Karten einlesen kann und Marker rauflegen kann. Ein Tool, was ich verwende für die Erstellung der Reiserouten, ist jetzt in dem Fall GeoMan. Das ist ein sehr nützliches Tool und ein Tool, was ich eigentlich schon sehr lange benutze, gerade wenn man so im Bereich der Daten Darstellung, also Statistiken oder auch Histogramme arbeitet, ist dieses D3JS. Das ist auch JavaScript und es ist eine ziemlich mächtige Bibliothek, die man sich eigentlich jedem ans Herz legen kann, der in diesem Bereich arbeitet. Wenn ich das also alles habe, wie Christian schon meinte, werden die Einträge aus den Tagebüchern konvertiert. Das heißt, diese Tags, Place Name, Date und First Name und so weiter, werden halt ausgewertet und am Ende in dem JSON-Format gespeichert. Ich habe es bisher oder im Moment mit Python gemacht, also mit Jupyter Notebooks. Es ist aber durchaus angedacht, das auch direkt an der Quelle zu machen, und zwar über die Sys-Datenbank mit der JSON-ARBI oder auch über jQuery direkt auszuwerten. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Entwicklung weitergeht. Hier nochmal so ein Beispiel. Wir haben jetzt hier so einen typischen Tag. Marcel hat jetzt hier die Humboldt-ID, hat jetzt in der, wer es geschrieben hat, und das ist der Tag Place Name, der hat den Key und den Namen hier. Und aus diesem ganzen Text und dem ganzen XML-Code wird halt über Python in dem Falle halt so eine GeoJSON-Datei erstellt. JSON werden ja die meisten kennen, das ist ja diese P-Value-Struktur, ist ein sehr praktisches Format, weil es sowohl von den meisten Programmen verstanden wird, aber auch von Menschen menschlich lesbar ist. Und das ist eigentlich das, das ist jetzt, fällt ja so ein bisschen links in der Ecke, ein bisschen ab, das ist eigentlich das, was am Ende übrig bleiben sollte. Also wir reden jetzt zwar von dem Tool hier, aber was in 10 Jahren ist, weiß man ja nicht. Aber diese Dateien sollen quasi für längere Zeit halt auch wirklich verfügbar sein. jQuery verwende ich. Gibt es auch Diskussionen, ob es bessere Sachen gibt, wird es immer geben. Das ist quasi jetzt hier Leaflet und Leaflet liest halt dann diese Dateien ein und ich kann hier Filter definieren, soll ich nach dem Datum filtern oder nach was auch immer und kann halt dann sozusagen meine Marker designen und erstellen. Und ich habe jetzt auf der VDAD ein paar Videos gezeigt, aber ich habe dann irgendwie eine Stunde geredet und das war dann doch ein bisschen zu lang. Deswegen versuche ich es mal jetzt ein bisschen knapper zu halten, um jetzt nicht hier irgendwie zu lange damit das zu verweilen. Aber man sieht hier schon mal auf dieser Folie 4 Screenshots von den Situationen, die man halt erstellen kann mit den Daten, die man jetzt schon zur Verfügung hat. Fangen wir hier oben rechts an. Das wäre jetzt das Frankreich-Tagebuch, was Christian erwähnt hat. Und da sieht man schon ein großes Problem für die spätere Routenerstellung. Hier sind halt viele Orte, die gar nicht in Frankreich liegen. Da kann man dann halt natürlich überlegen, wie kann man die rausfiltern oder welche Deutung haben diese. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, den Christian auch schon erwähnt hat, ist einfach, dass die teilweise nicht chronologisch sind. Das wird nachher nochmal relevant. Hier kann man aber auch eine alte Karte drauflegen, um mal zu illustrieren, wie Frankreich im Jahre 1800 aussieht. Man kann ja auf alle diese Punkte klicken, dann öffnet sich ein Pop-up mit weiteren Informationen, das zeige ich gleich nochmal. Hier kann man aber auch ein Satellitenbild reinschalten. Das ist jetzt hier die Russlandreise und man sieht hier schön Ehrenberg und Humboldt, wie sie hier dieses Flusstal zum Kaspischen Meer gehen. Man kann hier dann rechts noch im Side-Panel die Chronologie anzeigen und hier sogar in den Panels Bilder, die es jetzt schon bei Rasso, den Christian auch schon gezeigt hat,
oder sogar Videos verknüpfen und dann auch eine andere Karte schalten. So, jetzt hoffe ich mal, dass das alles funktioniert hier. Ich schalte jetzt mal in das Tool rein, nur ganz kurz, um es mal zu zeigen. Hier hat man jetzt halt ein Menü. Einige Punkte werde ich nachher noch erläutern. Hier kann man ein Datum einstellen, also gewisse Zeiträume etc. pp. Hier kann man verschiedene Reisen. Das sind jetzt die ganzen Tagebücher aus den Humboldt-Tagebüchern. Wie gesagt, man kann jetzt hier verschiedene Karten, Topografie, Satellit etc. pp. Einstellen. Man kann jetzt hier die Frankreich-Karte einladen oder halt auch politische Karten. Das ist jetzt quasi Europa im Jahre 1815. Bisschen mit Vorsicht zu genießen, ist nicht auch eine GeoJSON-Datei, aber wenn man mal reinscrollt, sieht man halt schon, dass die da an den Küsten so ein bisschen nachlässig waren, aber um einfach mal ein Gefühl dazu zu bekommen, das sieht man auch in der Russlandreise dann, wie sie hier um Kasachstan rumlaufen, schön, ist schon auf jeden Fall, gibt einen guten Eindruck. Die allgemeine Ortssuche werde ich nachher nochmal kurz vorstellen, da gibt es jetzt spezifisch für Humboldt, das Humboldts Ortsregister. Ich kann ja spezielle Orte anzeigen, da möchte ich nur darauf hinweisen, weil ich es irgendwie charmant finde, aus einem Projekt eines Privatforschers, der hat die Aufenthaltsorte von Casanova bestimmt und Casanova hat sich anscheinend sehr häufig in Poststationen aufgehalten und daraus kann man halt am Ende zum Beispiel in grober Näherung die Poststraßen rekonstruieren und kann am Ende auch sehen, dass es wirklich die Wege sind, die auch Humboldt und auch Ehrenberg in Russland hier vor allen Dingen langgelaufen sind. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, man kann jetzt auch Briefeditionen anzeigen, das wäre jetzt hier in der Datei das Findbuch, da kann man hier zum Beispiel gucken, welche Briefe, also jetzt geht es darum, wo liegen die Briefe, das wird nachher auch in einer anderen Form nochmal die Axel demonstrieren. Die Umgebungssuche werde ich nochmal erklären, dann hat man hier noch die Reiseroutenerstellung, das werde ich auch nochmal später erklären. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen hin und her schalten, weil ich sonst immer die falschen Links gehe hier. Das ist jetzt einfach das Tool als solches. Natürlich ist es immer ätzend, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich dann dieses Tool öffne, mir meine Datum einstellen muss und welche Sachen einklicken muss. Ich kann sie also auch quasi gleich über die URL übergeben. Das heißt, in dem Fall möchte ich mal die Chronologie sehen für 1798 bis 1800. Das heißt, das dauert hier immer ein bisschen. Jetzt bin ich sofort, was Christian auch schon meinte, in der Chronologie nur für das Jahr 1798 bis 1800. Und was wir vorhin schon gesehen haben, wenn ich jetzt hier auf den draufgehe, sehe ich halt hier den Ort. Und wenn ich jetzt hier auf den Ort draufklicke, öffnet sich halt hier, wie gesagt, rechts ein Zeitpanel mit allen Orten alphabetisch sortiert, die in diesem Zeitraum erwähnt werden, also 1798 bis 1800. Oder wenn ich aufs Datum klicke, halt, sehe ich halt hier rechts eine Zeitskala. Und jedes Mal, wenn ich hier auf diese grünen Icons klicke, komme ich irgendwie in die Edition Humboldt Digital. Das heißt, wenn ich hier mal draufklicke, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Manchmal hängt es ein bisschen, kann ich aber direkt in diese Datei reingehen aus der Edition Humboldt Digital und kann mir dann weitere Informationen anschauen. Das sind so die grobe Sachen. Ne? Also Pop-ups öffnen sich, das ist ja noch, was man so oft noch bei vielen Tools hat und noch was auch ziemlich gut ist, weil man hier wirklich Chronologie nachvollziehen kann. Was jetzt neu ist, und das ist jetzt gerade schön, weil es jetzt hier auch an der BBAW ist, dieses Kolloquium, ist natürlich andere Projekte einzubinden. Wir haben ja schon mal Cursed Search erwähnt. Und da ist es natürlich schön, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier mal wieder im Jahre 1799 in Spanien und ich weiß halt hier, ist er im Hafen. Und jetzt gehe ich mal nicht auf La Coruña, sondern jetzt gehe ich mal hier auf diese Buttons hier rechts. Das ist hier der Cursed Search Button. Wenn ich darauf gehe, zeigt mir Cursed Search jetzt an, welche Briefe hat er eigentlich in La Coruña geschrieben? Und die Experten wissen ja, er ist ja am 5. Juni 1799 nach Amerika aufgebrochen und natürlich, für mich als Laien ist es spannend, aber es ist schön zu sehen, er hat an jedem, den er kannte, nochmal geschrieben. Ne? Also man sieht ja wirklich, er hat dann sehr viel abgeschickt. Zu diesem Brief hier an Wildenow komme ich später nochmal, weil den kann man auch direkt wieder in Edition Humboldt Digital auswerten. Eine andere Sache, die vielleicht noch spannend ist die Verknüpfung. Was ja Christian auch schon sagte, Reisen, Humboldt ist auch sehr viel zwischen den Jahren oder zwischen den großen Reisen gereist. Und das ist jetzt eine Sache, die halt spannend ist, weil sie jetzt andere Projekte verknüpft. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel im Jahre 1848 sind wir jetzt hier bei Humboldt, trifft in Köln ein. Am 14. August 1848 und die Information ist ab diesem Punkt erstmal ein bisschen dürftig,
Aber ich kann jetzt in ein anderes Projekt schalten, das Hofkalendarium. Und da sehe ich zum Beispiel, das listet halt auf, wann der König wo war. Und dann gucke ich einfach mal rein. Okay, da ist er ja. Humboldt war nämlich gerade mit dem König unterwegs. Also er war nach und nach noch in Düsseldorf. Und dann sieht man hier, es ist neu der Eintrag hier, dass er dann von Deutz nach Köln gefahren ist. Das heißt, mithilfe dieses Eintrages könnte ich jetzt hier sozusagen diesen Eintrag sozusagen erweitern. Dass ich weiß jetzt, er ist jetzt nicht alleine da eingetroffen, sondern er ist ja mit der Entourage des Königs eingetroffen und halt war am Nachmittag in Düsseldorf. Das ist jetzt nicht sensationell, aber das könnte ja an manchen anderen Punkten auch gewisse Sachen aufklären. Und so ist die Idee dieses Tools neben der Reiserouten-Erstellung auch eine Verknüpfung von Daten aus anderen Projekten, um einfach Gemeinsamkeiten oder gemeinsame Aktionen auch dann darzustellen. Gerade merkt man dann auch, Humboldt kannte halt jeden und jeder kannte auch Humboldt in dieser Zeit. Also ich glaube, fast alle Projekte, die wir an der BWAW betreuen, haben irgendeinen Zusammenhang mit Humboldt. Das sind jetzt sozusagen so kleine Sachen, die man automatisch jetzt in inhaltlicher Arbeit schon mal erstellen kann. Dann geht es darum, wie kann ich das Reiserouten erstellen. Die Frage ist natürlich jetzt, kam auch bei dem letzten Vortrag, kann man die Punkte nicht automatisch verbinden? Kann man natürlich machen. Ist auch technisch jetzt nicht so dramatisch. Kann ich euch mal zeigen, jetzt zum Beispiel England hier. Das sind jetzt Chronologieeinträge, die sind einfach jetzt rein und dann habe ich einfach jetzt hier, gleich kommt noch so ein kleines Button-Ding, ist wie bewegt er sich. Ist halt schön anzugucken und gibt schon mal einen guten Eindruck eigentlich von dem, was da passiert. Kann ich auch für Amerika machen. Kann ich mir auch als Bildschirmschoner hinten dranhängen. Es ist halt schon gut. Aber das ist ja schon wieder, hier sind wir ja schon wieder fast am Ende der Verwertungskette. Hier haben wir ja schon Chronologieeinträge, die teilweise schon ausgewertet wurden. Trotzdem fehlt hier eine Menge. Und zwar das, was Christian auch schon meinte, dass bei vielen Datumseinträgen der ganze Monat erwähnt wurde. Das heißt, es gibt sehr viele Lücken. Und diese Lücken will man ja unter anderem durch die Tagebücher auffüllen. Jetzt haben aber die Tagebücher genau diese Eigenschaft, dass sie halt nicht so schön sind wie diese Sachen, sondern dass sie halt ein bisschen komplizierter sind. Ehrenberg geht noch. Ich würde jetzt mal stellen, das Laie Ehrenberg war wirklich wesentlich akribischer als Humboldt. Damit kann man hier schon relativ gut diese Reise nachvollziehen. Aber Humboldt natürlich war komplett konfus. Das heißt, wenn man nur die Daten einliest, ohne sie zu bearbeiten, wird es halt nicht chaotisch. Und das ist ja genau das, was wir dann sozusagen jetzt korrigieren wollen und bearbeiten wollen. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch, damit es verständlich wird, was hier oben in den Links steht, was ich hier auch erwähnt habe. Wir haben versucht sozusagen so ein bisschen das auch automatisch zu berechnen, indem wir einfach Annahmen machen. Wie viele Kilometer schafft ihr am Tag? Wie viel Zeitraum darf zwischen zwei Orten liegen? Das heißt, hier habe ich angenommen, er schafft 40 Kilometer am Tag und zwischen zwei Orten dürfen 50 Tage liegen. Wenn ich jetzt mal, das ist natürlich Unsinn, aber wenn ich jetzt mal einmal annehme, er schafft 400 Kilometer am Tag und 500 Tage, also anderthalb Jahre liegen zwischen zwei Orten und das nochmal neu starte, dann habe ich quasi die ganze Chronologie visualisiert. Ja? Das heißt, ist natürlich Nonsens, aber das zeigt nur, man kann schon automatisiert schon ein Stück weit die Daten bereinigen, aber man kommt nie durch eine Automatisierung an den Punkt auf die Genauigkeit, die wir am Ende wirklich erreichen wollen. Das heißt, wir sind gezwungen, und das macht das Tool halt dann auch wichtig für die Editionsarbeit und das macht auch die Mitarbeiter wichtig, die Experten, weil nur die können ja entscheiden, was ist da jetzt wirklich passiert. Und dafür und gibt es halt dieses Tool, was ich jetzt entwickelt habe, mit dem wir die Reiserouten erstellen können. Es hat noch einen weiteren Vorteil, wir können dann noch zusätzlich weitere Informationen einbetten. Und wir können natürlich auch die Ausgabeformate bestimmen. Also in diesem Falle könnte man überlegen, ob man einfach hier aus diesem Ortseintrag, den man erstellt, das gleich nach XML konvertiert und das sofort in seinen Editionstext einbindet. Das heißt, man hat sofort auch eine Form der Editionsmöglichkeit. Möchte ich jetzt mal ein Frankreich-Beispiel zeigen. Wir sind jetzt im Oktober 1798. Ja, hier als Hinweis noch, das sind jetzt quasi die Einträge hier, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Die gehighlighteten sind hier alle die von dem aktuellen Tag. Also ich könnte jetzt hier mit dem Datum sozusagen weitergehen. Tag für Tag kann ich mich vorarbeiten und kann es verbinden. Ich sehe hier nochmal die Informationen, die ich gerade schon erwähnt habe. Und würde natürlich jetzt naheliegenderweise hier
einfach mal, ich entsprechend ordne nicht mal das Datum. Jetzt könnte ich jetzt hier meine Chronologie aufzeigen und würde überall sehen, diese Orte wurden erwähnt. Das heißt ja nicht, dass diese Orte, dass er da war. Das muss halt der Bearbeiter. Er kriegt jetzt hier so ein Textsnippet schon mal als ersten Hinweis und kann sofort erkennen, okay, das hat er nur so erwähnt oder das könnte ein Ort sein, könnte dann noch ins Tagebuch reingehen hier und gucken, was jetzt genau da steht. Aber so könnte er sich vorarbeiten. Und die Idee ist halt, dass der Bearbeiter dann hier unten einfach eine Reiseroute erstellen kann und dann halt fröhlich klicken kann. So. Das ist halt, ich erkläre es gleich nochmal ein bisschen im Detail. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich merke schon wieder, dass ich ziemlich viel rede. So, das kann man jetzt, also man kann jetzt Punkte verbinden, man kann neue Punkte erstellen, kann aber auch Regionen definieren, hier Marseille zum Beispiel, und kann jetzt diese Orte, was ich vorhin gezeigt habe, einfach schriften, kann da Kommentare reingeben, die Geoname-ID, Alternativnamen und so weiter, das abspeichern. Und dann sieht man es dann auch gleich hier als XML-Code, also man könnte das dann auch direkt weiterverarbeiten. So. Was noch wichtig ist, man kann diese Graphen hier auch bearbeiten, zum Beispiel ich striche die Linie, ne, dann habe ich die jetzt halt. Und natürlich, was wichtig ist, ich kann die Daten auch im Nachhinein korrigieren. Also ich kann zum Beispiel Punkte verschieben. Ich kann auch hier, wenn ich jetzt neue Punkte hinzufüge, diesen ganzen Graph noch hin und her schieben. Immer wenn ich jetzt hier, das finde ich eigentlich ganz charmant, wenn ich hier so einen Punkt ziehe, öffne ich dazwischen immer zwei neue, die ich dann wieder ziehen kann. Also kann ich im Prinzip einfach jetzt hier mich immer wieder vortasten und die ganzen Reisen definieren. Wenn ich dann Feierabend habe, kann ich es mir hier unten abspeichern, mir nachausdenken, die wird dann lokal auf dem Server gespeichert und dann ins Git gepackt, dass ich auch quasi mit kollaborativ arbeiten kann. Und dann mache ich am nächsten halt weiter, kann es halt in dem Ansichtsmodus laden oder im Bearbeitungsmodus. So kann ich mich halt dann Stück für Stück mit dieser Bearbeitung quasi die Reisen erstellen. Im Idealfall ist es am Ende eine Mischung aus dem, was ich vorhin gezeigt habe, nämlich Reisen automatisch erstellt, einfach um Zeit zu sparen. Und dann kann man sie halt manuell korrigieren und erweitern und annotieren. Genau, das sind so die Berechnungen der Reiserouten. Oder die Erstellung der Reiserouten. Was jetzt wichtig ist, es ist ja in der Regel, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit, es ist natürlich in der Regel so, dass die Orte, die jetzt quasi schon identifiziert wurden, sind ja noch die leichtere Übung. Aber natürlich wird es immer wieder vorkommen, dass Orte oder dass man nicht genau weiß, wo könnte Humboldt weitergereist sein, weil die Information im Tagebuch nicht steht und auch in der Chronologie. Deshalb ist jetzt die Idee, dass man sozusagen bei jeder Reiserouten-Erstellung einfach aus Geoname sich die Daten einfach schon mal holt. Also alle Orte, die jetzt ein Geoname-ID haben, werden hier eingelesen. Hier ist mal ein Beispiel von Sizilien. Und dann kann ich hier raufklicken und der Umkreis ist jetzt quasi, hat jetzt einen Durchmesser von 60 Kilometern zum Beispiel. Und dann werden alle Punkte aufgezeigt, die sich in diesem Radius oder in diesem Kreis befinden. Und wenn ich hier lang gehe und ranklicke, zeigt er mir die Orte an. So kann ich zum Beispiel Orte finden, wenn ich jetzt weiß, der Ort XY muss irgendwo in der Nähe von diesem Ort sein. Und so kann ich, das hilft es mir bei der Erstellung von neuen Orten. Die zweite Möglichkeit zeige ich gleich noch, wo man es ein bisschen anders macht, aber diese Zusammenspiel soll dann eigentlich die Editionsarbeit oder die Identifizierung von Orten erleichtern. Weil es hier noch steht und weil es nochmal wichtig ist für die Zusammenarbeit der einzelnen Projekte, das ist halt das Schöne und das hoffe ich irgendwie, dass man es ein bisschen mehr verknüpfen kann. Wir sind jetzt ja mal im Jahr 1806, Humboldt kommt dann aus Amerika wieder. Und es gibt in der Chronologie nur einen Eintrag für den April 1806, dass irgendjemand Berlin verlässt. Lustigerweise, da ich vorhin schon meinte, kannte jeder Humboldt und Humboldt kannte anscheinend auch jeden, denn ein anderes Projekt an der BWAW ist ja Alois Hürth und auch da kommt Humboldt vor und Hürth will sich jetzt mit seinem Freund, da wird vermutet, dass es halt Friedrich von Mattison ist, am nächsten Tag mit Humboldt treffen. Der wohnt ja gerade da in Berlin und es war der 15. April 1806. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man jetzt Hürth-Forscher ist oder Humboldt-Forscher, wie auch immer, einfach hier den Eintrag hinzufügen. Also man würde es einfach hier einfügen und könnte dann hier genau diesen Link reinziehen, hier, den man gerade hat. Und dann hätte man einen Eintrag für den 16. April aus einer anderen Quelle.
Und das ist bei einer Quelle vielleicht nicht so spannend, aber wenn man halt vielleicht 10, 12 findet und die einfach mal zur Diskussion stellen möchte, kann man das halt so verschieben. Und das macht es ja am Ende so spannend, wie eigentlich diese Sachen alle verknüpft sind. Genau, ein weiteres Feature ist Leaflet, wie ich vorhin sagte, ist halt 2D. Es gibt halt aber auch die Möglichkeit, über eine extra Apps die Höhen anzuzeigen. Das ist ein bisschen problematisch in der Erstellung, weil da muss man entweder auf große Konzerne sich verlassen, auf Google Apps oder auch auf Open Source Programme in Python. Das dauert halt einen Moment, man muss ja dann halt für jeden Punkt die Altitude oder die Höhe bestimmen. Das kann natürlich sehr langwierig sein. Aber ich habe es hier mal für Spanien gemacht und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, weil, was ja auch Christian meinte, die geografischen oder geologischen Situationen. Hier ist er durch Spanien gewandert und erwähnt selbst hier, er ist durch die hohe Ebene von La Mancha gewandert. Das heißt, das sieht man hier schön, das wird dann wahrscheinlich diese sein und man sieht hier schön hier dieses flache Profil. Ja, und das macht es natürlich dann spannend für solche Fragen wie, ist er über die Berge gestiegen oder ist er einfach nur im Flachland unterwegs gewesen? Eine wichtige Sache, wir reden ja immer von chronotopisch, also wir haben jetzt natürlich Ort und Zeit. Mal trinken. Ortsinformation ist relativ einfach darstellbar, weil wir müssen einfach nur die Koordinaten haben. Aber die zeitliche Komponente ist ein bisschen komplexer. Natürlich haben wir aufgrund des Datums die Möglichkeit, zeitliche Verläufe anzuzeigen. Aber ein Beispiel, was ich jetzt hier mal als Beispiel nennen möchte für Probleme, wo man zumindest drüber nachdenken sollte, ist die Aufenthaltsdauer an bestimmten Orten. Es kommt natürlich sofort der Hinweis, der auch nicht falsch ist, macht doch einfach einen Kreis proportional zur Aufenthaltsdauer. Dann kann man sofort erkennen, je größer der Kreis, desto länger war er an diesem Ort. Ist auch in erster Näherung völlig okay, zeigt aber genau die Problematik zwischen dem, was so populäre Tools machen und was wir als wissenschaftliches Tool natürlich versuchen zu lösen. Es ist nämlich nicht so trivial, weil der definiert eigentlich Aufenthaltsdauer. Ja? Also Humboldt zum Beispiel war in Marseille und war da 2 Monate oder noch länger und war aber zwischendrin immer wieder woanders. Und nicht nur für eine Stunde, sondern er war wirklich auch für ein Wochenende oder für mehrere Tage in Toulon zum Beispiel hier unten und so weiter und so fort. Das heißt, das Tool soll ja nicht jetzt quasi die Aufgabe übernehmen, zu bestimmen, wann ist sozusagen die Aufenthaltsdauer beendet und beginnt wieder halt. Ja? Also die Frage ist dann in dem Falle sehr spitzfindig vielleicht, aber es kann entscheidend sein, war er in diesen 2 Monaten 3-mal in Marseille oder war er sozusagen nur einmal und ist zwischendurch mal wohin gewandert. Deshalb ist ja die Frage, wie kann man das jetzt darstellen? Was ich jetzt in erster Näherung als eine Möglichkeit überlegt habe, ist, das einfach über diesen Kasten zu machen, der halt nicht keine quantitative Aussage macht, sondern einfach nur darauf hinweist, da ist irgendwas, wo irgendwas noch spannender ist, als jetzt einfach nur, dass er kurz da übernachtet hat. Und das ist erweckt da nicht den Eindruck, dass die Größe des Kreises wirklich relevant ist für die effektive Nettozeit, die er in dieser Stadt verbracht hat. Hier nochmal quasi den Ausschnitt nochmal reingezoomt und genau das gleiche wie vorhin, man kann alles beschriften und dokumentieren. Eine andere Sache sind die Reisegesellschaften. Wir haben im Prinzip, das war auch im Juni in der Diskussion, wie kann man jetzt Reisegruppen oder Reiseverläufe illustrieren. Natürlich kommt der Vorschlag, kam auch da, wie bei Napoleons Armee nach Moskau, also im Russlandvollzug, einen Pfeil zu machen, der immer schmaler wird. Ist natürlich erstmal ungenau und trifft ja nicht das eigentliche Problem, weil wir hier nicht immer Situationen haben, wo sich die Anzahl verändert, sondern wir haben ja oft Situationen, wo die Anzahl die gleiche bleibt, aber die Leute einfach sich ändern. Also zum Beispiel 3 Leute verlassen die Gruppe, 3 kommen hinzu und so weiter. Und auch da entwickeln wir sozusagen die Möglichkeit, gerade über das, was ich vorhin zeigte, durch die Möglichkeit der Markierung und der Farbgestaltung des Designs der ganzen Polygone, können wir halt das auch sozusagen Reisegesellschaften darstellen. Hier ist natürlich eine fiktive Reise, aber hat man vorhin auch gehabt, der König von Berlin nach Köln. Dann könnte man hier versuchen zu zeigen, hier hat er halt Fieber gehabt, hier kommt der schwedische König irgendwie in Urlaub und hier kommt Humboldt. Und so kann man halt im Prinzip selber das immer wieder beschreiben, kann es seinem Kollegen schicken, der kann es kommentieren, kann es korrigieren, dann kann man daraus eine wissenschaftliche Studie oder Arbeit entwickeln. Mekka oder Havanna, warum habe ich das gemacht? Genau, und der Brief vorhin an Wildenow, den er im Juni oder
im Juni 1799 an, geschickt hat, bevor er losfuhr, der ist halt sehr interessant, weil er hier nochmal beschreibt, was er eigentlich vorhatte und was er dann gemacht hat. Und ich bin jetzt Laie, ich bin kein Humboldt-Forscher, aber ich fand es trotzdem spannend, einfach mal das aufzumalen. Und zwar hatte er eigentlich was ganz anderes vor. Ja, also angeblich wollte er eigentlich nach Afrika, wollte dort in Ägypten zu Napoleon stoßen. Er wollte halt von Marseille rüber machen, dann ist die Fregatte gesunken, das war auch der Grund, warum er so lange in Marseille blieb. Und irgendwann ging es dann überhaupt nicht mehr und dann hat er sich ja wohl erst entschieden, Christian kann mich korrigieren, durch Spanien zu wandern und da hat er ja erst die Erlaubnis bekommen, in die Kolonien zu fahren, also nach das heutige Südamerika. Das heißt, es ist eigentlich totale Geschichte sozusagen lebendig dargestellt und ich finde halt, für mich ist es sowas viel spannender, als jetzt so einen kompletten Text zu lesen, macht ja eh keiner. Und das kann man halt wirklich hier auch erstellen. Es ist, wie gesagt, da es ja noch nicht publiziert ist, ist es halt auch einfach möglich, dann einfach das mal zur Diskussion zu stellen. Und dann kann man hier zum Beispiel illustrieren, dass hier die englische Flotte auf Weg ins Mittelmeer ist, weil sie sich hier mit Napoleon getroffen haben zum Kampf. Das ist jetzt Humboldts Route aus diesen die Chronologie-Einträge. Hier sieht man halt, die dann hier losfuhren nach Amerika. Das habe ich jetzt alles sozusagen eingeschrieben, aus Quellen halt. Ne? Hier kann man nochmal erwähnen, dass er halt lange in La Coruña festsaß, weil nämlich die Engländer den Hafen blockiert haben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich die Reise hier, die er machen wollte. Also eine, die er überlegt hatte. Und deswegen komme ich auf Mekka, weil er nämlich geschrieben hat, ja, er will sich der Karawane nach Mekka anschließen, um in Ägypten auf Napoleon zu treffen. Das heißt, dann ist hier Mekka. Ist alles anders gekommen. Er war dann in Südamerika und Havanna und so sieht man auch schnell und schön an so einer Karte, wie sich eigentlich Geschichte auch, wie die auch oft auch an Kleinigkeiten hängen kann. Und das ist halt eigentlich für mich als Laien oder als interessierten Beobachter halt total spannend. Natürlich sagen die Experten jetzt, die Quellen müssen weiter recherchiert werden, aber ist ja auch kein Problem. Soll ja nicht die Quellenrecherche oder die Textanalyse ersetzen. Und Sie können halt jetzt im Bearbeitungsmodus hier die Sachen auch durchaus kommentieren und korrigieren. Ne? Wenn dann der Experte für Kriegsflotten sagt, nee, die Flotte ist anders lang gefahren, kann das halt korrigieren und so weiter. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie schön man halt wirklich dann auch wirklich auch dann Sachen zusammenbauen kann. Eine Sache noch ist, was ich vorhin meinte mit der Suche. Man kann jetzt hier zum Beispiel, ich lade das schon mal, auch weitere Orte suchen. Also wie gesagt, wir müssen ja nicht, wenn wir in Deutschland sind, geht es ja noch, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier mal in Russland ist, ist natürlich hier absurd, jeden Ort zu kennen. Ne? Das heißt, es ist wieder aus Geonames eine Datei, in der 600.000 Ortsnamen, es sind jetzt nicht 600.000 Orte, weil jetzt jede Schreibweise auch in dem Filter vorhanden ist. Aber man kann jetzt quasi aus 600.000 Ortsnamen 70.000 Gebirgen, Bergen, Inseln und 240.000 Gewässern auswählen und kann hoffen, dass man den Ort dann noch irgendwie findet. Und dann kann man so kleine Gimmicks machen, wie zum Beispiel sich das Panorama angucken. Das dauert jetzt im Moment. Kann halt hier weitersuchen. Auch sehr lustige Namen teilweise. Und kann sich das halt hier alles unterscheiden. Eine Insel hier unten. Und soll ich den Peak anzeigen hier? Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich war jetzt hier auf dem Atoll, und wenn er da auf dem Berg steht, kann er sich ja dann hier das Panorama angucken. Das ist jetzt zum Beispiel eine Mischung, was jetzt so ein bisschen diesen populären Anteil ausmacht. Es ist natürlich ein Tool für Bergsteiger anscheinend, aber es kann ja durchaus hilfreich sein, wenn er irgendwie den Berg Taskil erwähnt. Kann man halt gucken, aha, der ist anscheinend von dem Berg aus gesehen 3,5 Kilometer entfernt in diese Richtung. Und das macht natürlich die Ortsrecherchen noch effizienter, wenn man halt damit arbeitet. Genau. Natürlich ist es geplant, das ist natürlich jetzt der Anlass, wenn man schon so viel Dateninformationen hat, das auch für nicht annotierte Daten zu machen. Das heißt, wir haben ja jetzt bisher immer davon geredet, dass es Daten sind, die Text haben, Placename und so weiter und so fort. Aber natürlich wäre es so spannend, das für Daten und für Texte zu machen, die nicht bearbeitet wurden. Das zeige ich gleich nochmal. Nach der VDRD gab es schon einige Kooperationen, also zum Beispiel hier auch in der BBAW. Was ich vorhin meinte, es muss ja nicht unbedingt immer Humboldt sein, es kann ja auch ein ganz anderer Zeitraum sein. Und ein Projekt, was sich jetzt damit beschäftigen wird, ist
die Pilgerrouten im Mittelalter zur Pilgerkirche in Bad Wilsnack mal unter die Lupe zu nehmen. Und hier einfach mal ist der Pilgerweg laut einer Quelle. Und die Bearbeiterin wird dann halt versuchen, weitere Quellen einzufügen. Auch nochmal interessant hier, wo wir jetzt zum Thema Verknüpfung gehen. Diese grauen Striche sind jetzt nicht irgendwie Google Maps Sachen, sondern das sind wirklich Handelsstraßen aus dem Mittelalter. Und zwar von einer Quelle von Diabundus ist das Projekt, die diese Daten bereitstellen. Und das ist halt so ein Beispiel. Die stellen diese Daten bereit und ich kann die halt einlesen, muss sie natürlich zitieren. Aber so profitiere ich ja mit meinem Tool auch von anderen Daten. Und das ist halt die Idee, die wir ja auch anstreben, dass auch andere Sachen oder andere Tools in unseren Daten einfach nur profitieren. Dass sie dieses Tool gar nicht benutzen müssen. Das ist eine Kooperation, die gerade ist. Eine andere Sache ist noch wichtig, was ich eben gerade meinte, es sollen auch andere edierte Texte, aber auch nicht bearbeitete Texte eingelesen und ausgewertet werden können. Die annotierten Texte ist die Idee, so eine Art Template zu entwickeln, dass man halt nicht hardcoded Placename auswerten muss, sondern dass dann, wenn die in einen, ich meine, oft ist ja dieses UI ist ja sehr standardisiert, aber es gibt ja meistens auch, und manchmal auch Sachen, andere XML-Texte, die halt gleich noch andere Texte verwenden und den übergibt man halt eine Schablone und dann kann dann das Tool auch diese Daten auswerten. Und dann ist man nicht bei manchen Projekten nicht mehr abhängig von Python oder auch von der XSS-Datenbank, sondern man kann die XML-Daten so einlesen. Texterkennung ist natürlich immer, was man immer gerne erwähnt in Vorträgen durch reguläre Ausdrücke. Das heißt, wenn wir schon diese große Datenbank an Namen haben, wäre es natürlich auch schön, über reguläre Ausdrücke auch Ortsangaben, die vielleicht abgekürzt oder falsch notiert sind, zu finden. Gerade Humboldt in Russland, russische Sprache, hat auch viele Sachen auch nach Hörensagen aufgeschrieben und die Orte heißen eigentlich anders. Also der eine Mitarbeiter hat mir geschrieben, das ist halt dann teilweise wirklich, da muss man wirklich schon rätseln, was er eigentlich meinte. Und das kann man natürlich auch ein Stück weit automatisiert machen. Und ein Projekt, was jetzt gerade auch in der Entwicklung ist oder in der Diskussion, ist halt, wenn man das schon so weit ist und diese ganzen Informationen hat, kann man natürlich auch überlegen, ob man sozusagen ein bisschen in die Richtung Machine Learning geht und einfach sagt, okay, wir könnten jetzt sozusagen auch Classifier trainieren, die Rauminformationen auswerten und damit sozusagen auch weitere Informationen, wie jetzt Relationen, also zum Beispiel schon hinter dem Berg, Stand vor dem Berg, hinter der Stadt und so weiter, aber auch die Orte selbst zu identifizieren. Das ist eine Studie, die ist entwickelt worden für literarische Texte. Mareike kann mich korrigieren, aber wir haben festgestellt, Tagebücher sind halt eine andere Kategorie als literarische Texte, was da zu erwarten ist. Aber ich denke, es ist durchaus eine spannende Sache, einfach das noch mit in die Bearbeitung einzubinden. Und dadurch, dass dieses Tool ja nur so angebunden ist, kann man sich auch diese Freiheit nehmen und einfach auch mal Sachen probieren und einfach gucken, ob sich da was entwickelt. Also ich denke schon, dass es da durchaus spannende Sachen geben wird. Genau, ja, Abschluss noch eine Floskel. Natürlich haben wir ein gutes Stück geschafft, haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich würde aber behaupten, wenn wir jetzt Humboldts Reisen mal nehmen, sind wir jetzt gerade im Ärmelkanal 1790 vor England. Also wir haben noch einen großen Teil vor uns, aber ich denke, das wird schon gut werden. Genau, was sind die nächsten Entwicklungen in der Planung? Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich jetzt habe oder auch Christian oder auch vielleicht Praktikanten oder so. Ist natürlich die direkte Verbindung mit der Exist-Datenbank, um vielleicht diesen Umweg über Python nicht mehr gehen zu müssen. Dann vielleicht, was ich auch vorhin schon zeigte, mit dem Ortsregister, das auch zu erweitern für andere Sachen, dass man wirklich mit diesem Tool auch wirklich XML-Code generieren kann. Noch mehr externe Quellen sollen eingebunden werden. Die Textauswertung mit einer automatischen Ortsposition soll funktionieren. Das Git-Repositorium habe ich jetzt gar nicht viel zu erzählen, soll ausgebaut werden, um auch kollaborativ zu arbeiten. Der Quellcode soll zur Verfügung gestellt werden, wenn er mal endlich geputzt ist. Irgendwie muss ich mal vielleicht noch ein bisschen Geld bekommen, um mal das Webdesign. Haben vielleicht einige jetzt gemerkt, das ist halt noch so ein bisschen holprig. Kooperation mit anderen Projekten haben wir jetzt ja schon angefangen. Und natürlich können immer Praktikanten oder Gastwissenschaftler gerne auch Sachen damit machen. Wie zum Beispiel Axel, die jetzt reden darf. Kannst du dich umschalten, Axel? Ja, danke, Ron. Hier. So.
Jetzt könnt ihr normalerweise mein Bildchen sehen. Ich mache noch meine Kamera an. Das ist auch nicht für euch, wie ihr mich sehen könnt. Und so, könnt ihr jetzt mein Bildschirm sehen? Ja, genau. Die Präsentation jetzt auch im Präsentationsmodus, genau. Super. Ja, ups, zurück. Ja, ich werde jetzt kurz und schnell, da haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren, aber ich werde eine kurze Präsentation machen, um Karten zu visualisieren. Und wenn zum Beispiel jemand nicht so viel Zeit hat, um eine ganze Webseite zu entwickeln, die oder ein so reiches Tool oder wichtiges Tool, was Gordon zurzeit entwickelt hat. Ja, und deswegen habe ich dafür die Jupyter Notebooks benutzt. Diese Jupyter Notebooks wurden auch von Gordon benutzt im Tool, um Daten zu arbeiten und so. Und die sind ziemlich mächtig und die können interaktiv sein. Man hat super viel Widget-Möglichkeiten und Datenvisualisierungsmöglichkeiten innerhalb von Jupyter Notebook. Und dafür die wichtigsten Bibliotheken, die ich benutzt habe, in diesem Projekt sind IPy Widgets für Widget und IPy Leaflet, das ist so ein Karten zu visualisieren, was auch Gordon benutzt hat, aber nicht für Jupyter Notebook. Und Matplotlib und NumPy. Und der Anfang des Projekts war die Idee, die analoge Sammlung der Briefe von Alexander von Humboldt in der BBAW oder zumindest einen Teil von dieser Sammlung zu rekonstruieren, aber digitalerweise. Und in der BBAW wurde schon seit Jahrzehnten viele Briefe gesammelt, aber Kopie von Briefen gesammelt. Und alle diese Dokumente sind noch heute in einem alten Archivierungssystem gesammelt. Und ja, wie genau hier, man sieht einfach die Karteikarten und das ist in einer Schublade und man sucht einfach durch Namen und so. Und es gibt ein Findbuch, um die Nutzer zu helfen, um Dokumente zu finden, diese riesigen Sammlung. Das ist genau hier eine kleine Beispielseite von diesem Findbuch. Und dieses Findbuch wurde digital rekonstruiert von Anna McKinney, die eine ehemalige Praktikantin im Projekt war. Und in der Bemerkungssäule gab es die Calliope Query und das war genau der Anfangspunkt von meinem Projekt, einfach auf diese Calliope zu gehen und alle Daten von der Humboldt-Briefe zu nehmen und ja, und das habe ich gemacht, die Daten aus Calliope genommen in Dublin Core und um diese große Sammlung zu rekonstruieren, dann war auch das Ziel, aus verschiedenen Institutionen Daten zu nehmen und deswegen habe ich die Daten von der Bibliothèque Nationale de France und weil die Sammlung in der BBAW ist nicht nur europäisch, dann haben wir entschieden, auch die Daten von der American Philosophical Society zu nehmen. Wie ihr sehen könnt, alle diese Daten sind in verschiedenen Formaten. Also jede Daten hat sein eigenes Format, Dublin Core für Calliope und in CSV für die BNF und in RDXML für die APS. Und das kleine Challenge war, alle diese Daten innerhalb von einem gesamten Dataset zu machen. Und damit man dann einfacher das benutzen kann für die Datenvisualisierung. Und ja, die Daten wurden bereinigt und homogenisiert und in eine allgemeine JSON-Datei umgewandelt. Ja. Verwandelt. Und ja, da dann wir ein ganz, ganz schönes Dataset, die unsere Databank ist. Und drin gibt es
wissen, also fast 5000 Briefen. Und ja, weil unser Ziel war Suchfunktionen und Kartenvisualisierung zu entwickeln, um diese Korrespondenten zu entdecken, dann war wichtig, um Koordinaten zu hinzufügen. Und deswegen gab es zwei verschiedene Koordinaten, die hinzugefügt wurden. Die Koordinaten des Institutionenorts, also wo die Briefe heutzutage konserviert ist, und die Koordinaten von der Sender- oder Empfängsort. Es gibt keinen Unterschied in der Enkodierung, es ist beides gemischt, und deswegen weiß man nie, ob es die Empfangsort oder Senderort. Also manchmal werde ich Senderort sagen, aber es könnte auch Empfangsort sein. Und ja, die wurden auch hinzugefügt. Und ja, so sieht zum Beispiel ein Antrag in der JSON-Datei. Das ist ein Brief, und ja, JSON-Datei funktioniert mit einem Key und einem Value, und so sieht das aus. Ja. Und ja, das ist die erste Visualisierung. Ja, das war wichtig, um einen Überblick über die Korrespondenzen zu haben. Über die globale Korrespondenz von Alexander zu Humboldt war es wichtig, alle die Daten auf eine Karte zu zeigen. Ich habe zwei Karten dafür entwickelt. Die erste, also die zwei oben, sind eigentlich genau das gleiche Visualisierung, nur die rechte Seite ist ein Zoom von der linken Bild hier. Und ja, unten ist eine zweite Visualisierung. Und ja, das Problem für die Visualisierung ist, dass die Visualisierungen sind abhängig von den Daten. Das heißt, wenn die Daten nicht vollständig ist, dann können diese Briefe nicht dargestellt werden auf einer Karte. Also am Anfang muss schon die Daten ausreichend sein. Also das Ort muss präzise genug sein, damit mein Algorithmus die Koordinaten greifen kann und in der Dataset hinzufügen kann. Das heißt, man sieht nur immer einen Anteil von das gesamte Dataset auf alle Visualisierungen. Und ja, manchmal können Visualisierungen nicht relevant sein, wenn die Daten nicht vollständig sind oder auch nicht ausreichend sind. Und ja, hier zwei verschiedene Visualisierungen. Hier oben sehen wir, dass die Punkte sind eigentlich proportionell von wie viele Briefe wurden geschickt oder empfangen in einen Ort. Ja, okay, es ist nicht 100% proportionell, aber bis 10 Briefe ist die Größe proportionell. Warum ist das nicht proportionell? Ist zum Beispiel Berlin. Es gibt 1000 Briefe, die dort geschickt wurden oder empfangen wurden. Und 1000 Briefe dazu stehen schon sehr viel. Und deswegen, es wird einfach so riesig, dass man einfach nicht mehr sehen kann, welche Daten sind dargestellt und so. Und ja, deswegen ist einfach bis 10 Briefe ist das proportionell, und mehr als 10 Briefe ist das Radius von der Kreis nur 12 und nicht höher. Und ja, es bringt mehr Lesbarkeit für den User. Und ja, die Transparenz ist auch nur 80%, damit man durch verschiedene Punkte sehen können und einfach mehr Lesbarkeit haben kann. Ja. Und ja, die Karten sind interaktiv, man kann summieren. Wie gesagt, ist das ein Zoom von dieser Karte. Und man kann draufklicken und dann kriegen wir mehr Informationen. Und das ist auch der Fall für diese Karte. Es ist ein bisschen mehr experimentell, und das Ziel war, alle Briefe von Humboldt auf eine Karte darzustellen. Aber die Farbe zeigt eine Periode von Humboldts Leben, was echt ein cooles Feature sein könnte, ist, dass man auf die Legende,
Das hier, ja, ich glaube schon. Hier einfach auf die Farbe klicken können und dann einfach selektieren, was wir sehen wollen, welche Periode auf die Karte wir sehen wollen. Und ja, es wäre dann interaktiver und ja, vielleicht mehr User Experience mäßig auch. Weil hier ist auch nicht so lesbar. Ja, müssen, aber ja, vielleicht wird das implementiert werden noch in der Zukunft und es wäre ein schöner Feature. Ja, ein paar Kartenvisualisierung wurden mit Zugfunktionen verbunden. In diesem Vortrag fokussiere ich mich nur über die Kartenvisualisierung. Es gibt auch ein anderes Jupyter Notebook, die entwickelt wurde, aber für nur Zugfunktionen und drin der Nutzer kann einfach suchen, aber in die Ergebnisse wird alle Daten gezeigt, was nicht der Fall in der Visualisierung ist. Ja, und diese Suchfunktionen wurden verbunden mit Kartenvisualisierung. Man kann suchen durch vier verschiedene Elemente. Hier ist ein Beispiel nur für eine Suche durch Daten, aber der User kann suchen durch Sendername oder Empfängersname, Daten, natürlich Datum und Institutionsort. Und ja, es funktioniert einfach hier im Dropdowns-Menü, kann man klicken und sehen wir alle verschiedenen Werten, die man selektieren können. Und hier einen New Search-Button klicken und kann man einfach eine neue Suche machen. Ist ja sehr intuitiv. Drauf kann man klicken, das sieht genauso aus. Wir haben Zugang zu mehr Daten, zum Brief, einfach Senderort, Datum, wann es geschickt wurde, Sendername, hier unbekannt der Empfängername, aber wenn es bekannt ist, geschrieben, Institutionsname und ein Link nach der Online-Katalog. Und wenn es digitalisiert verfügbar ist, dann können wir direkt Zugang drauf haben. Ja, ist nicht aber der Fall, aber ja, kann man haben. Ja. Oh, das ist auch ein nettes Feature, das ich in den letzten Tagen implementiert habe, ist eine optimale Zoom-Stufe. Also wenn man eine Suchfunktion, also wenn man eine Suche macht, dann wird der Algorithmus direkt eine optimale Zoom-Stufe berechnen. Ist besser. Weil es macht mehr interaktiver die Kartenvisualisierung. Das heißt, dass wenn zum Beispiel nur zwei Punkte dargestellt auf einer Karte sind, wie hier für das Beispiel 1802, dann das Zoom wird direkt berechnet, damit wir alle Punkte, die dargestellt sind, an der niedrigsten Stufe des Zoom sehen, ja, war es Deutsch, ja, sehen können. Ja, es wäre schade, wenn die ganze Weltkarte gezeigt ist, wenn es nur ein Punkt dargestellt ist. Und ja, deswegen ist es auch ein nettes Feature und ziemlich einfach zu implementieren. Hier sind die 5, 6 Codezeilen, um diese Feature zu implementieren. Ja, und ja, um zu zeigen, das gibt nicht nur die Kartenvisualisierung, das wir benutzen können im Jupyter Notebook. Hier ist ein kleines Beispiel, es sind Histogramme. Es ist ziemlich nett, um einfach, also hier ist wurde benutzt, um das, der Austausch zwischen ein ausgewählter Briefpartner und Alexander von Humboldt dargestellt sind. Ja, es kann auch, ups, es kann auch sein, dass nichts ist dargestellt auf der Histogramm. Das heißt nicht, dass keine Briefe existiert, sondern keine Daten wurde encodiert für die Briefe oder wurde, wurde encodiert für die Briefe. Aber es existiert doch Briefe zwischen die zwei, also zwischen Humboldt und diese Briefpartner, nur es fehlt Daten, wie gesagt, bevor das. Das ist ein bisschen abhängig von der Vollständigkeit der Daten. Und ja, ein kleines Experiment war einfach auch zu wissen, welcher Anteil der Korrespondenzpartnerin in der Humboldts Korrespondent war. Und damit habe ich ein kleines Tool, also
eine kleine Suchfunktion nur für die Korrespondenzpartnerin implementiert und es funktioniert genau das gleiche, nur in der Dropdown-Menü findet nur Frauen statt. Ja, und um zu erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann war, habe ich die Library GesserGender benutzt. Das ist so ein Python-Library und damit eine Name kriegt eine Gender. Und ja, so sieht das aus. Hier aber auf die Karte ist nicht dargestellt die Sender oder Empfangsort wie die andere Karten, sondern die Institutionsort. Warum? Weil die Frauen waren weniger verreist und es macht nicht so viel Sinn, die Empfängnis oder Senderorts darzustellen, weil es immer das Gleiche. Und deswegen habe ich entschieden, einfach die Institutionsort darzustellen. Ja, ich glaube, es war schnell, aber ich glaube, es war ausreichend für euch. Alle diese Daten, die ich gesammelt habe, dann wurde in der Chronotopographie-Tools hinzugefügt. Und ja, bis jetzt sieht das aus. Und ja, ich freue mich, dass das weiterentwickelt auch in der Zukunft. Ja, danke. Wenn ihr Frage habt, gerne. Ja, dann vielen Dank für diese drei Vorträge, kann man ja fast sagen. Gordon kann sich ja vielleicht auch nochmal ins Bild reinschalten jetzt. Ja, vielen Dank. Das waren ja drei sehr interessante Einblicke. Ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung.